und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, jetzt werdet ihr in diesem Video, und das werde ich über diverse Tage aufnehmen müssen, eine kleine Anleitung finden. Und zwar habe ich vor, eine riesige Festung in Palworld zu bauen. Und zwar habe ich mir dafür diese Stelle hier ausgesucht. Das ist genau bei minus 252 und 44. Ich habe einen kleinen Trick angewendet, weil normalerweise startet man ja hier unten bei der Ebene des Aufbruchs. Da habe ich mich dann sterben lassen und habe dann hier oben ungefähr, ich glaube hier war das, nee, das war hier irgendwo, habe ich mir dann meinen Wiederherstellungspunkt ausgesucht und habe dann da oben erstmal den Wegschrein zur Eiswindinsel freigeschaltet. Bin dann zweimal hier so ein bisschen hochgeklettert und habe mir dann meinen Weg gebahnt hier zum Lager. Ich wusste, dass das ungefähr hier diese Stelle ist. Das wusste ich noch von meinem anderen Speicherstand. Und ja, da bin ich nun. Hier habe ich jetzt ein riesiges Feld, auf dem ich mich austoben kann, wie ich möchte. Und ich möchte es tatsächlich mal ausprobieren, eine riesige Basis zu bauen, die, ja, ich denke, aus zwei Palworld-Boxen besteht und dann noch mal eine zusätzlich machen. Ja, da muss ich mal schauen, wo ich die genau mache, ob ich die dann beim Endgame mache, ob ich die beim Quarz in der Nähe mache, ob ich dann doch irgendwo was mit Eisen mache, weil man hat hier auch Eisenvorkommen. Aber sie werden natürlich nicht automatisch abgefarmt, weil die jetzt nicht mit drin sind. Deswegen muss ich da wirklich mal schauen, wie ich das mache. Also die Ressourcen an sich hat man hier. Aber man muss sie halt manuell abbauen oder halt so bauen, dass es halt nicht mehr so schön aussieht. Deswegen muss ich mal schauen, wo ich dann meine dritte Base hin verlege, wenn ich soweit bin. Ich wollte euch nur schon mal den Anfang zeigen. Und wenn wir uns dann im nächsten Cut sozusagen wiedersehen, dann werde ich schon ein ganzes Stück weiter mit dem Basenbau sein. Ja, ihr Lieben, ich habe einen kleinen Schub gemacht. Ich bin jetzt auf Level 26 angekommen und ihr seht schon, so langsam aber sicher nimmt das Ganze hier Gestalt an. Meine fleißigen Pals, gut, es sind natürlich noch die Anfangspals, die sind hier schon am Arbeiten. Naja, alle außer mein Flammentierchen hier. Das hat irgendwie keine Lust zu arbeiten, weil es überhaupt nichts zu arbeiten gibt. Bezüglich Flambierung, sage ich jetzt mal. Ich habe mir auch unterdessen einen Vogel fangen können. Das heißt, ich kann euch das Ganze auch ein bisschen von oben zeigen. Rechts, das muss noch umgebaut werden, fällt mir gerade auf. Die Seite hatte ich schon umgebaut. Und zwar hatte ich ein ganz, ganz großes Problem. Ich hatte hier, ja, im Prinzip genau an die Kante hier von diesen weißen Stein, sage ich jetzt mal, gebaut. Bis auf hier unten das eine, das war so ein bisschen drüber. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ich konnte keine Mauer da aufziehen. Entsprechend musste ich dann das Ganze wieder nach links schieben. Hatte dann mehrere Stoßgebete zum Himmel geschickt, dass das dann auch soweit passt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es passt doch recht gut. Wie gesagt, diese Ecke hier, die sieht noch ein bisschen komisch aus. Die wird eigentlich in einem Maßstab 3x3 erscheinen, genauso wie die anderen auch. Hier sieht man schon, wie das Ganze so ein bisschen ablaufen soll. Und zwar werden das Wachtürme in allen vier Ecken. Da kann man dann so hochlaufen. Ja, im Prinzip einmal im Kreis, je nachdem, wie hoch das Ganze wird. Ich denke, dass ich zwei verschiedene Höhen machen werde, also zwei verschiedene Etagen über die komplette Base drüber. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle natürlich. Oder hinten ist noch ein Loch, das sollte ich auch noch schließen, fällt mir gerade auf. Aber das wird dann halt wirklich so werden, also dass diese vier Wachtürme in den Ecken sind. Dass da, wo jetzt im Endeffekt diese Platte ist, dann erstmal die zweite Etage kommt und dann natürlich die Treppe versetzt ist und dann nochmal zwei Etagen höher geht, so dass man dann im Endeffekt unten eine Platte hat, wo man alles aufbauen kann und dann da drüber auch nochmal eine Platte hat, wo man einiges aufbauen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist oder ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, aber ich hoffe es wirklich inständig. Und ja, ich bin ganz ehrlich, man hat natürlich dadurch mega, mega Platz. Der einzige wirklich große Nachteil
wie ihr hier schon sehen könnt, das ist das äußerste Maximum, wie ich zwei PAL-Boxen aneinander stellen kann. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Ich meine, wenn es jetzt so eine Platte, sage ich jetzt mal, dazwischen frei sein müsste, das könnte ich noch verstehen, damit man dann halt am Rand auch hochbauen kann und so weiter. Aber dass das so ein riesiger Krater ist, sage ich mal, das ist natürlich ein bisschen blöd. Entsprechend werde ich mir irgendwas überlegen müssen. Vielleicht eine große Hütte in die Mitte bauen, wo halt wirklich nur Sachen drin sind, ja, die mich betreffen als Menschen, wo keine Sachen drin sind, bei denen mir die PALs helfen können oder sollen. Und ja, am Rand dann wahrscheinlich genau das Gleiche. Also wirklich so Deko-Elemente. Ich sag jetzt mal, wie beispielsweise hier am Rand dann eine Bar aufmachen, in der Mitte einfach irgendwas machen, einen Dekoplatz oder vielleicht auch mein Schlafzimmer reinbauen oder ähnliches. Und dann halt die Schlafunterkünfte beispielsweise von den PALs. Und ich möchte die mit großen Betten auch machen, die dann einfach groß hier unten drunter bauen. Also da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt genau mache. Weil das Problem ist, ich hätte es gerne auf zwei Etagen. Damit hat man natürlich massiv Platz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich die ganze Zeit überlegen, lohnt sich das? Weil ich müsste dann im Endeffekt so diese Häusersache auf die obere Etage stellen. Andererseits muss man dazu sagen, man kann natürlich auf die untere Etage dann zum Beispiel auch so Sachen machen wie diese Bänder hinstellen. Die nehmen ja auch schon gut Platz weg, also nochmal, ja, ich würde sagen, das Doppelte von den vier Tischen, die da unten stehen, glaube ich, so von der Länge her. Oder zumindest länger als die vier Tische sind die. Und die PAL-Betten, die sind ja dann auch sehr groß. Da würde ich dann auch Platz für brauchen. Im Endeffekt würde sich dann allerdings das Leben mehr oder weniger unten abspielen von den PALs. Und nach oben kommen die dann nur noch, wenn die vielleicht gezüchtet werden oder so. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt mache, ob ich jetzt eine Etage machen möchte oder zwei Etagen. Also da könnt ihr jetzt genauso gespannt sein wie ich, weil ich da wirklich noch nicht hundertprozentig weiß, ja, wie beziehungsweise ob ich das so machen soll, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Zwei Etagen wären natürlich schon ziemlich cool, aber ich muss auch gestehen, man hat so viel Platz dann, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt reinmachen soll. Weil alleine schon in ein so einer Ecke, also in ein so einem Bereich, habe ich so massiv viel Platz, dass es sich eigentlich schon gar nicht mehr lohnt, für mich noch eine zweite Etage zu machen. Ja, ich muss mal schauen. Wenn ich unten alles aufgebaut habe, dann sage ich, okay, ich mache da jetzt ein Dach drüber oder ich mache das jetzt so weit, dass ich ja, alles zubaue. Das soll aber nicht wie ein Riesenhaus aussehen, wie gesagt, sondern das soll wirklich wie eine Festung aussehen. Klar, dafür sind die Mauern natürlich etwas schmal, so von der Optik her. Aber es soll halt das Feeling sein, ne? Wenn man darin rumläuft, dass es dann sich anfühlt, als ob man in der Festung rumläuft. Oben sind Wachtürme, da kann man dann hochklettern, wie in diesem Fall. Dann werden die Türme zugemacht, vielleicht noch eine Etage höher gemacht, damit die halt eben höher sind als das ganze Gebäude, als die ganze Festung sozusagen. Und ich denke auch von der Lage her, wir haben das Ganze ja hier oben angesiedelt. Das heißt, hier ist eigentlich alles zu, hier im Prinzip auch. Das heißt, nur hier vorne wäre es noch geöffnet. Das heißt, von hier hinten könnten theoretisch auch keine PALs kommen und angreifen. Und im Prinzip könnten die dann auch nur von vorne kommen. Also ich habe es jetzt zum Bauen natürlich komplett ausgeschaltet, damit ich mich nur hier auf den Bau konzentrieren kann. Aber im Prinzip so für euch mal als Info, theoretischerweise könnten die eigentlich nur von hier vorne kommen. Oder eventuell noch hier von der Seite. Und das ist ja eigentlich noch recht überschaubar. Da kann man dann direkt hin und ja, kann sich dann verteidigen. Ich melde mich wieder, wenn ich genau weiß, ob ich ein oder zwei Etagen mache und wenn ich einen größeren Fortschritt erreicht habe. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin schon wieder ein ganzes Stück weiter und jetzt sieht man auch so richtig gut die Kreise von den PAL-Boxen.
Ich habe das Ganze so gemacht, ja, wie es in der zweiten Alternative im Endeffekt erzählt hatte. Was man machen könnte natürlich, damit das Ganze optisch noch ein bisschen schöner aussieht, von außen einfach so eine Reihe wegnehmen und dann, als ob das ganz dicke Mauern sind, das Ganze bauen. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich das machen soll oder ob ich das nicht machen soll. Theoretisch könnte man das ja zum Beispiel auch über den Kreis noch drüber machen. Allerdings hätte ich dann, glaube ich, wieder das Problem mit hier vorne, dass ich dann direkt in dieser weißen Wand drin bin und an dieser einen Stelle, ja, diesen einen Klotz da nicht bauen kann. Also genau da, wo diese mini kleine Kante da unten drin ist, da würde ich es dann nicht bauen können. Ich sehe übrigens gerade durch das Versetzen ist noch ein Teil übrig geblieben, der im Turm noch nebenan hängt. Das muss ich gleich mal berichtigen. Aber so sieht es jetzt aktuell aus. Ich hatte leider bisher nur die Ressourcen, um zwei von diesen Gehegen hier zu machen. Ich war am Überlegen, ob ich da eventuell nochmal zwei auf die andere Seite stellen sollte. Dann habe ich hier erstmal vier Löcher gemacht, wo dann Treppen runtergehen, beziehungsweise auf der einen Seite war ich mir nicht sicher, ob ich es so machen sollte oder noch eins weiter verschoben, weil ich habe das ja zumindest hier, ja, sogar bei den anderen auch. Nee, bei der einen Seite habe ich sogar vier Stellen noch gemacht. Und hier habe ich jeweils drei Stellen gemacht. Deswegen muss ich die nochmal so ein bisschen verschieben, dass dann die Treppe ein bisschen weiter reingeht. Und ansonsten laufe ich mit euch mal kurz hier durch. Also ich habe diese Stauräume sozusagen hier genutzt und habe immer genau da, wo, wie man hier sieht, ja, kein Nutzen, sage ich mal, ist. Also der Kreis aufgehört hat. Das heißt, die Pals können hier nicht arbeiten und mir nicht helfen. Ich muss dann hier noch so ein bisschen Deko außen machen oder so. Werde ich mal schauen. Vielleicht Kisten oder ähnliches reinmachen. Hier habe ich auf jeden Fall Häuser gebaut. Das hier soll so der Wohnbereich werden von meinem persönlichen Haus. Das hier ist dann der Schlafbereich. Und hier wird dann das Badezimmer reinkommen. Es ist ja, glaube ich, in einem anderen Haus auch mit zwei Platten groß gewesen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und hier muss ich dann mal schauen, ob ich hier, ja, einen Alchemieraum, vielleicht irgendwas anderes, was schön ist, reinmache. Da muss ich dann tatsächlich schauen. Hier kommt auf jeden Fall der Wohnbereich rein. Und dann auch, ja, ich muss irgendwie noch eine Küche reinmachen. Vielleicht könnte ich auch rechts die Küche reinmachen. Aber eigentlich hat man dafür wiederum zu wenig Dekoration, muss man dazu sagen. Ja, und der andere Bereich hier, ich habe die zweite Tür übrigens vergessen aufzumachen, weil ich wollte natürlich alles hier aufhaben. Das wird, wie man sieht, der Ort werden, wo man sich treffen kann, wo man feiern kann, wo man was trinken kann. Ich habe nur leider noch nichts reingestellt, weil ich im Moment ein bisschen knauserig bin. Ich wollte erstmal die Sachen, die ich brauche, aufbauen und dann die ganze Deko machen. Das ist jetzt nur so eine Gedankenstütze, weil das auch nicht besonders teuer war, das hinzustellen, was ich jetzt hier genau reinmachen möchte. Ja, die Türme sind von allen Seiten im Prinzip gleich. Gut, die Fenster, die sind ein bisschen unterschiedlich, aber sonst grundprinzipiell sind die eigentlich gleich. Man kann immer, also eigentlich sollen die alle noch hier die Fackeln hinbekommen. Und dann kann man immer hier unten rein. Hier werde ich wahrscheinlich irgendwas dekomäßig mit Stauraum noch machen, denke ich mal. Und überall kann man dann einmal hochlaufen, immer auf einer Etage hier oben, in der oberen Etage schauen, zwischendurch natürlich auch mal. Und dann gibt es dann die Etage, wo man theoretisch Wache halten könnte oder mal Ausschau halten kann, wieder hinten. Eisenerz ist jetzt wieder respawned. Und ja, ich werde hier ein paar Sitzgelegenheiten reinmachen. Ich werde es hier vielleicht ein bisschen gemütlich machen, wie das so in einem Wachturm eigentlich sein sollte, ne? Wo die Leute halt Wache halten und dann auch mal länger drin sind. Also teilweise ja über viele Stunden. Das ist der Eingangsbereich mittlerweile. Der sieht jetzt so aus. Da war ja noch ziemlich nackt und überhaupt nicht überdacht beim letzten Mal. Hier bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich das zumachen soll. Einfach nur der Optik halber, dass man so unter die Treppe nicht mehr schauen soll, schauen kann. Hier habe ich jetzt erstmal ein Tiergehege hingestellt. Ich möchte eigentlich noch mehr von haben. Hier in der Ecke können sich die Pals ausruhen. Ich möchte hier nach und nach große Betten hinbauen. Deswegen habe ich die so ein bisschen auseinandergestellt. Muss ich mal schauen, dass ich die großen Betten dann relativ eng stelle. Die Sachen stehen ja alle immer noch so ein bisschen kreuz und quer. Das ist ja eigentlich nur, damit ich die Sachen benutzen kann und dementsprechend,
später mich häuslich einrichten kann. Hier in der Ecke sind die fleißigen Gartenmitarbeiter, sage ich mal, unterwegs. Hier ist nochmal eine Mühle. Genau, Mühle war es. Hier ist auch nochmal ein bisschen Garten. Dann hier gibt es nochmal den Zerkleinerer. Da ist der Generator, um den sich immer wieder gekümmert wird. Dann habe ich hier auf der Seite noch eine schöne Quelle stehen. Und ja, es funktioniert. Es ist zwar so ein bisschen abgeschnitten hier, die Quelle, aber die Pals gehen alle so weit da rein. Oder zumindest habe ich welche drin gesehen. Ob sie jetzt alle reingehen, weiß ich nicht, aber ich habe sie drin gesehen. Und die wird sehr, sehr gut genutzt. Dann hier habe ich so ein bisschen abseits gebaut, sage ich mal, für meine fleißigen Arbeiter. Sozusagen meine Minenarbeiter. Und das hier ist dann auch nochmal eine schöne Quelle, die wir haben. Und hier ist ein Weizenfeld, glaube ich, nochmal drin mit einer Mühle direkt daneben. Und hier sollen dann nebeneinander nochmal mehrere von diesen endgültigen Hochöfen reinkommen. Leider bin ich vom Level her noch nicht so weit. Dementsprechend habe ich jetzt hier erstmal die normalen Öfen so als Platzhalter quasi hingestellt. Und auf der anderen Seite entsprechend auch nochmal einen Zerkleinerer. Ja, bei diesen großen Räumen, wo man im Endeffekt nicht wirklich weiß, was man da hin tun kann, da muss ich definitiv schauen, dass ich da dekomäßig was reinmache. Vielleicht auch ein Palbett reinmache und das dann wie so eine gemütliche Ecke hier einfach aufbaue. Da muss ich dann wirklich mal schauen. Und hier habe ich dann schon angefangen. Also hier die Betten, die müssen auf jeden Fall weg. Und das Gute daran ist, man kann es jetzt nicht wegmachen, wenn man in dieser Ansicht drin ist. So, das Gute daran ist, dass hier viel Platz ist. Das heißt, hier werden auf jeden Fall die drei endgültigen Fließbänder nebeneinander kommen. Im Moment sieht es noch sehr eng aus, weil dieses Fließband noch sehr, sehr breit ist. Und daneben das nächste, was ich bauen muss, ist halt eben genauso breit. Aber wir müssen nur zwei Fließbänder bauen und nicht alle drei. Deswegen spare ich mir dann das dritte auf und baue dann dafür dementsprechend halt schon die Endversion von dem Fließband. Es steht auch schon entsprechend etwas näher raus, also rein in den Raum, weil das andere länger ist. Ich denke mal, das ist ungefähr bis hier. Das ist, glaube ich, so ein Stein länger. Und ich wollte, dass das meiste tatsächlich von dem Band innerhalb vom Kreis ist. Weil, wie gesagt, hier ist halt ein großer Bereich, wo nichts ist. Und ich wollte, damit das funktional bleibt und die mir auch wirklich helfen, dass das meiste dann hier innerhalb von dem Kreis drin ist. Ja, und die andere Seite sieht halt immer noch extremst leer aus, weil da habe ich auch noch nichts gemacht. Da muss ich da mal schauen, wie ich das am besten mache. Ich hatte hier eine Kiste hingestellt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da eigentlich eine Kiste stehen hatte, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da das so ein riesiger, riesiger Bereich ist und ich ganz ehrlich bin, es hätte gereicht, wenn man eine einzige Burg machen würde. Ich sage jetzt mal diesen Bereich hier zum Beispiel und dann diese Wachtürme hier auch an den Ecken oben gebaut hätte und dann vielleicht den Bereich, ja, bis hier gebaut, vielleicht ein bisschen größer, dass man etwas außerhalb von dem blauen Bereich halt eben die Mauer hat. Das hätte locker gereicht. Ich meine, ihr seht ja hier, wenn das einmal leer ist, wie groß das ist. Und selbst wenn ich hier die Sachen aufgebaut habe, da, das würde dann voll sein mit den ganzen Bändern. Hier ist ein Riesenraum im Endeffekt, wo man noch was machen kann. Also ich muss auch noch andere Felder, ich muss noch Tomaten mir besorgen. Dazu muss ich natürlich ein bisschen mehr in der Welt rumreisen. Ich habe jetzt die meiste Zeit nur damit verbracht, hier diese Burg zu bauen. Also das Grundgerüst, sagen wir es mal so. Tomaten und Salat müsste ich noch machen. Ich denke mal, das wird dann hier so auf die Fläche ein bisschen gesetzt, dass sie sich darum kümmern können. Und ich denke, hier so vor der Palbox wird dann nochmal so ein Gehege reingestellt. Und das sollte es dann auch erstmal gewesen sein. Also vielleicht hier, wie hier, da steht schon mein Kochtopf. Solche Sachen dann vielleicht hier vor dem Palbetten oder so noch. Aber das sind dann so Kleinigkeiten, die man dann zwischendurch noch hinstellt. Vorne ist noch der ganze Bereich auch noch frei hier im Eingang. Wobei ich da natürlich auch das Problem habe, dass hier gerade dieser Wachturm, da kommen dann die Pals halt eben nicht rein, dass hier halt alles frei ist. Und man tatsächlich entweder Sachen reinstellen muss, wo man sagt, okay, damit kann ich selbst auch schnell arbeiten. Dann mache ich das halt ohne Unterstützung von den Pals. Oder wirklich sagen, okay, ich nutze es halt nur für, ja,
Dekorationen, die ich dann da reinstelle. Ich habe natürlich ausgestellt, dass die Sachen verfallen außerhalb vom Kreis. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr das selber bauen wollt, sowas. Und ja, ihr seht ja hier oben, selbst mit diesen richtig großen, dicken Wachtürmen, die da noch außen stehen, haben wir hier trotzdem jede Menge Platz. Also wir könnten hier locker auch noch mal Tierstationen hinstellen, beispielsweise mehrere. Wir können von den Zuchtstationen hier diverse noch reinstellen und es wäre alles funktional. Ich habe es jetzt natürlich nicht getestet, ob die Pals nach hier oben kommen. Das muss ich noch austesten. Die sind nach oben gekommen, als ich die gebaut habe, genau. Also da kann ich definitiv sagen, das hat wunderbar funktioniert. Dementsprechend, ja, könnte man hier halt wirklich auch noch riesig bauen im Endeffekt. Und wer jetzt nicht unbedingt eine Basis haben will, wo er jetzt drumherum alles grün hat, der kann sich dann auch eine wunderschöne Burg machen. Wie gesagt, also das ist, finde ich persönlich, schon eigentlich mit zwei nebeneinander viel, viel, viel zu viel. Also im Endeffekt wird wohl rauskommen, dass ich dann ja zweimal die gleiche Base mache quasi. Dass ich dann hier die gleichen Sachen nochmal mache wie hier. Weil das große Problem, was ich halt sehr, sehr blöd und auch schade finde, dass die PAL-Boxen untereinander nicht verbunden sind. In sehr, sehr vielen Spielen ist es so, dass man halt Boxen auch woanders hinstellen kann und die alle miteinander verbunden sind. Und diese PAL-Boxen, die ja als Grundgerüst sozusagen dienen, also als Zuhause, die haben zwar die gleichen PALs drin, aber man kann, wenn man jetzt eine Box zum Beispiel in diesem Bereich aufstellt, also eine Kiste, und dann zu dem anderen Bereich rüberfliegt, und in der Kiste sind Materialien drin, aber in der Kiste, die hier in diesem Bereich aufgebaut wurde, sind keine Materialien drin, dann kann man hier auf der Seite überhaupt gar nichts bauen. Und ehrlich gesagt, das finde ich sehr, sehr schade. Also es hätte die Möglichkeit geben müssen, zumindest irgendwie ja, ein Update davon zu machen vielleicht, wenn man Maximalstufe zum Beispiel ausgebaut hat von den PAL-Boxen, sei es jetzt die Standardeinstellung von 15 PALs, die man beherbergen kann, oder sei es im Einzelspieler, wie ich das jetzt natürlich gemacht habe, mit 20 PALs, die dann hier beschäftigt werden können. Dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt Level 20 erreicht und dann verbinden sich alle Boxen automatisch und dann kann ich wirklich von überall in jeder Box zugreifen und kann mir zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Farm gemacht habe, also einen Platz gemacht habe, wo ich Steinkohle und Eisenerz abbaue, dass ich dann direkt darauf Zugriff habe und nicht extra nochmal dahin porten muss, mir das wieder ins Inventar laden muss, komplett überladen, langsam dann zur nächsten Box gehen muss und das dann irgendwo da reinwerfen muss. Weil, sind wir mal ehrlich, so haben wir das wahrscheinlich alle gemacht, dass wir neben der PAL-Box immer direkt eine Kiste stehen haben. Wenn man von einem anderen Ort rüberportet, dass man dann, wenn man total überladen ist, weil man die Sache mitgebracht hat, dass man dann direkt, man kommt ja ungefähr hier dann aus, dass man direkt einfach mit dem Überladenen hier rüber geht und das dann direkt in die Box reinstecken kann, damit man sich halt einfach wieder bewegen kann. Das ist halt, ja, ein großer Tipp von mir, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig denke ich mal auch das, was viele von euch auch schon gemacht haben. Ja, so sieht das Ganze jetzt mittlerweile aus. Es wird noch ein separates Video geben. Es wird aber jetzt nicht mehr mit zusammen hier reingeschnitten, wo ich euch dann tatsächlich das Endergebnis präsentieren werde. Aber in diesem Video geht es nur darum, wie ich das so ein bisschen nach und nach aufgebaut habe, wie meine Ideen waren. Das hatte ich ja schon im ersten Teil, sage ich jetzt mal, erzählt. Und ja, dass man dann sehen kann, was ist daraus geworden. Und ich denke mal, so das meiste sieht man ja hier schon, in welche Richtung es tatsächlich geht. Aber ich möchte euch wirklich noch ein richtig tolles Video am Ende zeigen, wo die komplette Dekoration und so weiter steht. Dafür muss ich natürlich erstmal wieder komplett hochleveln. Zumindest so weit, dass ich alles aufbauen kann, wie ich es gerne hätte. Und dass ich, also mit den Fließbändern zum Beispiel, alle Maximalstufen oder auch die Dekorationen, dass ich die alle hier drin habe. Theoretischerweise könnt ihr ja auch so ein Gebilde in Anführungszeichen aufbauen aus Metall. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber es ist ja auch möglich und da kann man sicher auch die eine oder andere tolle Sache mitmachen, weil gerade bei der Innendekoration hat man so tolle Sachen,
die halt sehr gut auf Metall auch passen, dass ich wirklich am Überlegen bin, ob ich da nicht auch noch extra einen neuen Spielstand erstelle und das dann dementsprechend ja tatsächlich mal mache, weil ich am Überlegen bin, weil Metall ja so ein bisschen zu Feuer gut passen würde, eine neue Base zu suchen, beziehungsweise einen schönen Ort zu suchen, da wo es halt heiß ist, also sprich irgendwo bei diesen Vulkangebieten, sage ich jetzt mal, da einen guten Ort zu finden, der vielleicht gar nicht so schlecht gelegen ist und das dann tatsächlich mit Metall aufzubauen. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Vielleicht werde ich das noch mit diesem Spielstand hier machen. Vielleicht werde ich auch dafür mal wieder einen neuen Spielstand anlegen, weil wie gesagt, man kann halt nur 3 Bases pro Spielstand machen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da riesige Lust drauf, verschiedene Bases zu bauen, verschiedene Techniken auszuprobieren, auch in der Bauweise natürlich, verschiedene Orte aufzusuchen, was natürlich ein bisschen lästig ist, wenn man dann immer wieder von vorne anfangen muss. Und ich kann wirklich nur ein ganz, ganz großes Stoßgebet an die Entwickler von Palworld auf diesen Wege schicken, falls die jemals auf dieses Video kommen, dass die doch bitte, bitte, bitte mehr Palboxen machen. Wenn ihr das genauso seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht haben wir ja tatsächlich mal Glück und irgendeiner stolpert mal über dieses Video und sieht dann die ganzen Kommentare, die dann eben auch danach fragen oder halt eben zu Besten geben, dass mehr Palboxen dringend, dringend vonnöten sind. Also zumindest 2 finde ich schon, wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Man kann ja auch sagen, dass man nur 3 im Mehrspielermodus zum Beispiel macht. Das kann man ja auch programmieren. Aber bei sich auf dem Server entweder unendlich viele machen kann. Ne? Stichwort Kreativmodus, das wäre natürlich das Schönste für uns alle, behaupte ich mal. Oder eben zumindest noch 2 mehr machen kann, dass man zum Beispiel 3 vernünftige Basen machen kann, die dann auch schön aussehen und dann noch eine Basis zum Beispiel im Schwefelvorkommen macht und eine Basis beim Rheinquarz noch macht. Das wäre ja zum Beispiel auch ja, ein gutes Mittelmaß. Also 5 hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, zumindest im Einzelspielermodus ist schon Minimum, was man machen sollte, was wir bekommen sollten vom Entwickler. Und ja, wie gesagt, gerne auch im Multiplayer-Modus. Da kann ich es ja noch irgendwo verstehen. Da sind ja bis zu 32 Leute, glaube ich, können auf einen Server rauf. Dass man das dabei behält mit den 3. Aber bitte, bitte im Einzelspieler-Modus mindestens 2 Bases mehr. Wenn nicht sogar, im besten Fall natürlich der Kreativmodus, damit man sich so richtig austoben kann. Die können auch gerne beim Kreativmodus das so programmieren, dass dann da die Errungenschaften nicht mit erreicht werden können. Ist mir alles total egal. Ich meine, ich habe sowieso schon alle erreicht, aber also beim normalen Spiel, bei meinem Hauptspiel. Aber es ist halt wirklich, es ist so das perfekte Spiel, was so richtig toll aussieht auch irgendwo und schon, wie ich mitbekommen habe, wohl auch einige Housing-Fans hat und ich persönlich ja auch voll auf den Zug aufgesprungen bin. Und wirklich jedes Spiel, was Housing-Fans hat, sollte Kreativmodus bekommen. Da bin ich immer noch der Meinung. Ja, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir die Entwickler mal ein bisschen aufgerüttelt. Und das nächste Video, auch wenn das hier jetzt auch schon sehr, sehr lange geworden ist, es tut mir wirklich leid, aber das nächste Video wird dann nochmal eigenständig werden, wenn ich hier alles tatsächlich komplett maximiert habe, so wie ich das haben möchte, so aufgebaut habe und auch komplett dekoriert habe. Und dann werde ich euch das Ergebnis natürlich auch entsprechend zeigen. Es kann allerdings leider auch 1-2 Wochen dauern, weil ich in der nächsten Zeit nicht immer so die Möglichkeit habe, mich ranzusetzen und auch zu leveln. Das ist ja halt das Wichtigste dann auch dabei. Und ja. Ich hoffe aber trotzdem aufs Beste. Ich gebe auch mein Bestes. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Hi. Bis dann. Ciao. Hey. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.